You are persistent, aren't you? Now, let's see how they contend with the true Lord of Blackrock Spire. Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, wir haben endlich die Neuigkeiten, wann wir BWL, wann wir den Pechschwingenhort auf Deutsch bekommen. In allen Foren, auch im deutschen Forum, kam quasi hier jetzt von den Community Managern quasi der Beitrag, wann der nächste Raid, wann der Pechschwingenhort kommen wird. Und zwar am 13. Februar um 0 Uhr. Mitteleuropäischer Zeitzone werden quasi wird der Raid in Deutschland und in Europa freigeschaltet. Die Amerikaner haben dann, glaube ich, immer irgendwie wegen der Zeitverschiebung, können die quasi ein bisschen früher rein. Genau, wir gehen gerade mal rein in die Nachricht. Wir sehen hier, wir haben hier so ein bisschen Lore einfach. In den dunklen Aushöhlungen der Bergspitze nimmt Nefarian, bla 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 bla. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf die Inni, weil ich einfach, wenn ich die im Vergleich sehe zum Molten Core, sieht man schon doch einen deutlichen Unterschied. Einfach so vom Aufbau, von der Atmosphäre, wenn man reinkommt und auch von der Schwierigkeit her. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass die Inni mega schwer ist oder so. Ich denke, die meisten Gilden werden da auch wieder ohne Probleme durchrushen. Leider kann man fast schon sagen. Nee, ich freue mich tatsächlich sehr auf die neue Inni. Einfach, dass man auch quasi zweimal in der Woche raiden gehen kann. Ich denke, die meisten werden auch weiter Molten Core machen. Allein schon wegen Thunder Fury und so weiter. Und genau, ihr könnt quasi die Prequest für BWL könnt ihr ab heute, glaube ich, schon machen. Das wurde am Freitag schon freigeschaltet, Freitagnacht. Und das heißt, ihr müsst quasi in-game dann einen NPC töten, einen Brief looten und dann einmal UBS machen, glaube ich. Und wir gehen gerade hier mal in das Spiel rein. Ich habe da mal was vorbereitet, Leute. So, wir sind hier quasi direkt im Blackrock drin. Und ich zeige euch gerade mal, wo ihr hingehen müsst, wenn ihr quasi die Prequest für BWL machen wollt. So, natürlich von Vorteil, wenn man den Schurken spielt, dann kann man hier einfach so schön entspannt durchschleichen. Geht also einfach den normalen Weg, ob ihr quasi zu UBS hochgehen würdet, hier hoch. Und dann geht ihr aber nicht, so wie sonst immer, hier in die Inni rein, sondern geht quasi hier lang. Und ihr seht schon, ne, hier ist der ein oder andere Honk bereits am Start. Und hier kann man sich dann quasi diese holen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht entdeckt werde. So, und hier haben wir ihn auch schon. Das müsste ja eigentlich sein, ja. Rüstmeister der Schmetterschilde. Ich meine, der richtige NPC. Doch. Ja, der steht immer hier oder patrouilliert hier irgendwie lang. Und den müsst ihr quasi killen, looten. Und dann habt ihr quasi den Brief. Und wenn ihr den Brief habt, weiß nicht mehr genau, müsst ihr irgendwo abgeben oder ihr bekommt die Quest direkt. Auf jeden Fall müsst ihr dann quasi hier in UBS reingehen. Quasi hier in die Inni rein. Und da müsst ihr dann die Drakisaat killen und hinter ihm so ein Ding anklicken. Und dann seid ihr quasi ready für BWL. Genau, so, jetzt gehen wir wieder zurück hier in den YouTube-Bereich. Wir schauen nochmal weiter. Klassenquests ab Stufe 50 sind verfügbar. Genau, die finden meines Wissens nach alle im versunkenen Tempel statt. Das heißt, ihr könnt zu euren Klassenlehrern gehen, zu den Trainern in den jeweiligen Hauptstädten. Da könnt ihr dann quasi diese Quest bekommen. Da gibt es schon interessante Gegenstände, müsst ihr euch mal genau informieren. Ich werde hier vielleicht ein paar einblenden. Aber da werden, glaube ich, keine wirklichen Best-in-Slot-Gegenstände dabei sein. Aber relativ gute Sachen. Also allein schon, weil es einfach ein cooler Inhalt ist vom Spiel, werde ich es wahrscheinlich mal machen. Genau, dann haben wir auch neue Rufbelohnungen. Und zwar hier seht ihr auch schon die Agentum-Lämmerung, die Thorium-Bruderschaft, die Holzschlund-Feste, die Schildwachen, der Silverwing und der Warsong-Vorhut haben quasi neue Rufbelohnungen. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi Warsong-Schlucht farmt und da den Ruf bekommt, kann man da jetzt quasi auch die epischen PvP-Gegenstände kaufen, würde ich mal vermuten. Kommt ungefähr hin, glaube ich. Die waren ja quasi vorher noch nicht im Spiel, die kann man da quasi jetzt auch sich kaufen. Ja, Warsong-Ruf, müsst ihr mal gucken, ne? Jeder Dulli hockt gerade im AV, von daher wird vielleicht schwierig, aber wie gesagt, wenn ihr euch quasi, da gibt es sehr gute Armmaschinen für Schurken zum Beispiel. Ja, wenn ihr quasi das noch haben wollt, müsstet ihr das ein oder andere Mal vielleicht Warsong farmen. Ja, dann haben wir hier noch die ewige Quintessenz. Ihr kennt ja quasi diese Essenz, die man in Molten Core braucht, um die Runen zu löschen, damit man letztendlich Majordomo und dann eben auch Ragnaros killen kann. Und da muss man ja immer wieder nach Ashara gehen, um diese Quintessenz quasi neu zu holen. Und mit dem Patch kann man die dann quasi auch ab dem 13. Februar dann auch einmal holen und dann kann man die immer löschen.
Ist wieder so eine kleine Sache, die leichter gemacht wird dadurch. Oh mein Gott, finde ich irgendwie auch nicht weiter schlimm, ist vielleicht ganz nett. Kein. Genau, und dann die letzte News an der Stelle hier noch in dem Blue Post hier. Der Dunkelmond-Jahrmarkt öffnet seine Tore. Für den Dunkelmond-Jahrmarkt hat Silas Darkmoon Exotisches aus der ganzen Welt zusammengetragen. Bla 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 bla. Könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe durchlesen. Wie gesagt, Dunkelmond-Jahrmarkt, wer das nicht kennt, ist immer so ein kleines Event, was vor den Hauptstädten in Azeroth stattfindet. Mal vor Thunderbluff, mal vor Stormwind und so weiter. Müsst ihr dann vielleicht euch mal im Forum updaten. Das kann man, glaube ich, immer vorhersehen, wo der kommen wird. Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird der erste Jahrmarkt Anfang Februar kommen. Ist noch nicht genau definiert, wann genau. Und es gibt dann immer so Marktschreier in den Hauptstädten, die euch quasi auch nochmal darüber informieren. Ey, draußen ist gerade ein Markt, kannst du ja mal hingehen. Der Dunkelmond-Jahrmarkt ist einfach so eine nette Geschichte. Überwiegend kann man da so lustige Sachen machen, würde ich sagen, so kleine Mini-Quests abschließen. Es gibt aber auch einen relativ guten Buff tatsächlich auch, den man sich da holen kann. Werden wahrscheinlich einige Raids dann immer holen, bevor sie quasi raiden gehen. Zumindest war es auf den Privatservern so, dass immer wenn der Dunkelmond-Jahrmarkt am Start war, konnte man sich da eben diesen Buff holen. Und ich glaube 10% Damage konnte man sich da holen, also schon enorm. Und damit dann halt eben raiden gehen. Ansonsten kommen da auch relativ, doch einige gute Items auch, die man sich da holen kann. Ich blende hier auch mal ein paar ein. Ich glaube, so Halsketten vor allem für Caster sind da sehr stark oder auch für Melees, glaube ich, auch was irgendwie. Aber wie gesagt, der Dunkelmond-Jahrmarkt ist für mich vor allem so ein Fun-Event einfach. Ist immer ganz lustig, wenn man sich dann mit anderen da trifft und ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, aber so mega viel, finde ich, kann man da jetzt auch nicht machen. Ist einfach eine lustige Geschichte. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Dunkelmond-Karten. Ganz am Ende steht das hier noch. Das ist dann halt auch relativ interessant. Das heißt, in den ganzen Instanzen werden dann auch die diese Elementar-, Portal-, Bestien- und Kriegsfürsten-Karten-Sets quasi droppen. Das sind so Karten, die dann immer droppen können. Und sie werden dann auch gehandelt werden. Und am Ende kann man sich quasi, wenn man alle diese Karten gesammelt hat, eine epische Karte herstellen, die kann man dann wiederum quasi beim Jahrmarkt irgendwie abgeben, während einer Quest oder dann irgendwie, und dann bekommt man quasi ein Item, ein Trinket. Da gibt es verschiedene Trinkets, die werde ich hier auch mal einblenden. Das Melee-Trinket zum Beispiel, was hier den Lightning-Damage macht, ist ganz interessant unter Umständen für den einen oder anderen Schurken oder auch Krieger, aber eigentlich sagt man immer so, dass es eigentlich nicht so mega stark ist. Zumindest auf den Privatservern waren diese Kartensets eigentlich nicht so mega stark im PvE. Einige haben noch ein bisschen Sinn im PvP, müsst ihr mal genau gucken. Ich denke, da wird auch dann sich in den nächsten Monaten und Wochen zeigen, ob da irgendwie eine Meta vom Damage her bei den Karten besteht, ob die gut sind im PvE oder nicht. Aber so mega stark waren die eigentlich immer auch nicht. Ja, das waren eigentlich so die neuen Inhalte, die quasi am 13. Februar kommen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich denke auch, dass diese Inhalte WoW Classic auf jeden Fall wieder einen neuen Auftrieb, neuen Aufwind geben werden. Man hat ja schon gerade so ein kleines Tief einfach erreicht, würde ich mal sagen. Die Leute sind einfach ausgelaugt von Molten Core, ist ja auch verständlich. Und ich denke wirklich, mit BWL bekommen wir eine Indie, die einfach viel interessanter ist, so viel tiefgründiger auch nochmal und viel, ja, detaillierter auch noch designt. Ne? Molten Core ist ja eigentlich relativ simpel gestaltet, sage ich mal, vom Aufbau her. Und wie gesagt, wie bereits am Anfang erwähnt, ich denke, dass da die meisten Gilden schon gut durchkommen werden. Aber ich glaube, es wird einfach von der Raid-Atmosphäre her intensiver und vor allem auch einfach anstrengender, weil man, also das ist sehr viel Konzentrationsarbeit immer, wenn man sich da durch den Suppression Room durcharbeiten muss, wo die ganzen kleinen Drachen immer sind. Ja, Leute, da habe ich schon das ein oder andere Mal stundenlang geripped mit einigen Gilden, so auf einigen Privatservern, von daher. Das wird schon eine interessante Geschichte, das ist nicht so einfach wie bei Molten Core, einfach nur Brain ausschalten und durch, sondern da ist schon ein bisschen mehr Feingefühl gefragt. Aber wie gesagt, schafft es ihn auf jeden Fall. Übrigens werde ich jetzt demnächst auch eine Podcast-Folge aufnehmen, wo ich auch mal nochmal genauer auf BWL eingehe und ich werde auch noch ein Video machen, wo ich quasi nochmal sage, was wir für uns als Schurken da eigentlich in der Innie worauf wir uns quasi freuen können, also welche Items ich mich vor allem freuen werde, wo ich meine DKP drauf sparen werde. Das wird vielleicht dann die Melees oder auch die Schurken unter euch interessieren. Das wird auch kommen.
Und genau, das war es eigentlich auch mit der heutigen Folge. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, was so eure Highlights quasi von der Ankündigung sind. Ich denke mal, die meisten von euch werden sich natürlich auf BWL freuen. Sagt mir gerne mal, ob ihr euch auch hier die Klassenquests freut oder auf die Rufbelohnungen oder auf den Jahrmarkt vielleicht. Einfach, was so euer Favorit ist von der News. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao.